Servus und hallo, ihr lieben Grill- und Kochbegeisterten. Hier ist wieder eure Anja von Die Frau am Grill. Heute geht es um die Zubereitung von Griebenschmalz. Ich bin darauf gekommen, weil wir ja jährlich unsere Hausschlachtung haben. Und ja, da bereite ich unter anderem das Griebenschmalz zu. Und ich wollte euch da einfach einmal zuschauen lassen, weil das ist wirklich was total Leckeres. Nicht nur zur Brotzeit, wie man das sonst noch rund um Grill und Küche einsetzen kann. Dazu im Laufe des Videos mehr. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Für die Zubereitung von Griebenschmalz benötigt ihr Flomen. Und hierbei handelt es sich um das innere Bauchfett, also das die Organe umgibt. Und die Grieben sind eben die Reste, die aus diesem ausgebratenen Fett dann übrig bleiben und angebraten werden. Was ihr noch benötigt, ist ein Apfel, eine Zwiebel sowie Majoran und Salz. Also die Zutatenliste ist recht übersichtlich. Es kann losgehen. Gebt zuerst die Flomen in eine Reine hinein. Verteilt sie etwas. Und es geht ganz einfach weiter. Jetzt kommen Äpfel und Zwiebel hinzu sowie Majoran und Salz. Und das war's schon. Mein Griebenschmalz bereite ich übrigens im Kachelofen zu. Das ist ganz praktisch, weil das Feuer, das brennt eh den ganzen Tag dahin. Gelingt natürlich auch im Backofen oder am Grill. Also ich empfehle euch niedrige bis mittlere Temperaturen. Immer mal wieder nachschüren, damit die Temperatur konstant bleibt. Und dann schaut man eben mal nach ein paar Minuten nach. Das ist der Stand nach 10 bis 15 Minuten. Jetzt ist es an der Zeit, das Ganze mal durchzurühren. Ein Teil vom Fett ist schon geschmolzen, aber das sieht natürlich jetzt noch nicht gut aus. Wir wollen ja, dass die Zwiebeln eine Farbe bekommen und natürlich die Grieben, die wollen wir sehen. Diese bindegewebigen Strukturen, die dann nach dem Auslassen vom Fett bleiben und ja, angebraten werden. Also lassen wir den Ganzen noch ein bisschen Zeit. Nach 40 Minuten sieht das Ganze schon sehr gut aus. Es hat schon Farbe angenommen, also lasst es bis zum gewünschten Bräunungsgrad im Ofen oder am Grill. So sieht das jetzt aus, das gefällt mir sehr gut. Anschließend wird das Griebenschmalz in sterile Gläser gefüllt. Mit Griebenschmalz lassen sich übrigens wunderbare Bratkartoffeln zubereiten oder Spiegeleier. Ich verwende es ebenso gerne für die Zubereitung von Eintöpfen zum Anbraten von Fleisch und Gemüse. So einfach gelingt Griebenschmalz. Und jetzt wollt ihr sicher wissen, wie das Ganze schmeckt. Ich habe hier ein Zwiebelbrot. Und da streiche ich mir jetzt ein bisschen was auf. Also nehmt das Griebenschmalz am besten vorm Servieren vielleicht sogar so eine halbe Stunde raus aus dem Kühlschrank. Dann lässt es sich gut streichen. Einfach herrlich. Also ich liebe diesen deftigen Geschmack der Zwiebeln. Also schmeckt wunderbar. Ihr solltet Griebenschmalz unbedingt einmal auf diese Weise zubereiten. Also gelingt wirklich ganz einfach. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wie es euch schmeckt oder wie ihr euer Griebenschmalz zubereitet oder ob ihr euch überhaupt schon mal an dieses Thema gewagt habt. Ja, und jetzt würde ich mich freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat, ihr mir einen Daumen nach oben gebt und ich verabschiede mich jetzt bei euch, bedanke mich fürs Zuschauen. Eure Anja, macht's gut.